Herzlich willkommen zu Silvia kocht. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Und diese Woche sind wir kulinarisch in Niederösterreich unterwegs. Jeden Tag gibt es für Sie zwei Rezepte und am Freitag geht es dann raus in die Region. Wir gehen gut essen, gehen wandern und schauen uns an, was man alles erleben kann in Niederösterreich. Dazu haben wir uns diese Woche eine besonders fesche Köchin geschnappt. Sie hat die Wirtshauskuchel in Weistrach und diese beiden Gerichte nimmt sie heute für Sie mit. Es gibt in der ersten Runde Putengeschnetzeltes mit Champignons, Karotten und Erbsen. Und dann, auf das freue ich mich ganz besonders, gibt es einen Apfelmohnkuchen mit gequetschtem Graumohn. Freue mich sehr, Lydia Madatana. Grüß dich, Lydia. Weißt du, warum ich mich so freue auf die Torten, auf die Kuchen? Naja, du warst ja schon mal da und du hast diese Bratapfeltorte oder Bratapfelkuchen. Genau. Und das war, ohne jetzt irgendeinen Koch beleidigen zu wollen, aber diese Bratapfeltorte war das Beste von vielen süßen Dingen, die ich je gegessen habe. Deswegen, weißt du, jetzt bist du ein bisschen voll unter Zugzwang natürlich. Was hast du uns heute da mitgebracht? Sag ein bisschen. Also, wir machen heute ein Putengeschnetzeltes mit Champignons und einer weißen Grundsoße, die wir machen werden, was das Spannende sein wird heute. Und als zweites eben den Apfelmohnkuchen, noch an bewährten Wirtshausrezept auch wieder. Bewährtes Wirtshausrezept, ich bin gespannt. Teil mir ein zur Arbeit. Also, der Mohnkuchen ist eine gleich schwere Masse und ich habe dann irgendwann einmal angefangen, das Rezept ein bisschen abzuwandeln. Also man kann das Mehl mit gleichen Teilen Zucker, Fett, Ei und was haben wir, Mehl machen. Genau. Und wer mal eine Abwandlung haben möchte, der tut einfach die Hälfte vom Mehl, also vierteln, dann haben wir ein Viertel Mehl und ein Viertel zum Beispiel Nüsse oder in unserem Fall ein Mohn. So, einfaches Rezept, was man sich immer merken kann. Das ist eine Rechenaufgabe. Aber wir haben das eh alles zusammengefasst für Sie. Wo, das sage ich Ihnen im Laufe der Sendung. Sehr schön. Dann schnappen wir mal einmal das Eiklar, was wir vorbereitet haben. Wie viel Eiklar sind dann die zimmerwarme Butter, vier sind es. Wir haben vor einem Viertel Kilo, machen wir das Ganze jetzt. Den Mixer. Mixer. Schau, ich gebe dir das einmal da. Oh, Barbie-Puppen-Mixer, gell? Ja. Meiner. Dann schmeißen wir die Butter rein. Also das Ganze oder ein Viertel davon? Nein, das Ganze. Wirklich? Es ist die gleiche Menge, ja. Ich glaube, jetzt muss man dann helfen bei der. Du weißt, was da oben steht? Push. Ich habe Darm zum Zieren. Aber da steht nicht Push. Da steht nicht Push. So, genau. Den rühren wir mal flammig. Jetzt schon losgelegt. Ja, genau. Und während du so rührst, probiere ich, ob ich den Schnee hinkriege. Im Wirtshaus mache ich den ja eigentlich auch mit dem Mixer. Sauber. Ja, sicher. Aber das tut man nicht alles. So, ich habe da jetzt kurz gestoppt. Hälfte vom Zucker. Genau, die Hälfte vom Zucker. Die andere Hälfte schnappt man da nie. Schnappst du jetzt gleich? Nein, nachher. Und wenn das dann gut verrührt ist, dann schicken wir ein Butter dazu. Jawohl. Der Mixer geht nicht mehr. So, jetzt habe ich mich so gefreut über meinen rosa-roten Barbie-Mixer. Gibt es ja mitten in der Sendung den Geist einfach auf. Ja, genau. Naja, zum Glück bist du ja schon weit. Ich schmeiß noch geschwind den Zucker zu meinem Schnee dazu. Ich mache das ganz retromäßig, da ist so, wie es eigentlich gehört. Dann haben wir purstes Handwerk dabei. Schau, wie schön. Wir mit zwei Schneebesen. Besen. So. Kannst du nicht nachher gleich abfliegen, gell? Du, sind wir praktisch. Genau, ein Dotter kannst du dazu rühren. Schau, wie schön. Na schau, wird alles recht. Wird alles recht. So. Und dann jetzt haben wir da unseren Mohn und das Mehl. Die Tortenform, die haben wir da hinten. Ja. Also in dem Fall braucht man es auch nicht unbedingt ausfetten.
Weil wir haben ja in der Masse auch genug drin. Aha, okay. Ja, stimmt. Ein Backerl Butter kann auch genug sein. Das passt dann schon, ja. Genau. Das schnappen wir gleich. Ja. Achso, du machst das andersrum, so. Ja? Ich schmeiße einfach dann alles dazu. Genau. Einmal da. Und währenddessen kannst du die Äpfel vielleicht einfach speigern. Speigern? Ja. Was ist Speigi, Speigi, Speigi? Einfach, dass wir es nachher so schön linken, ja, das Gehäuse heraus ist. Mhm. Ein kleines Messer vielleicht. Hast du jetzt ein bisschen einen Zugzwang gehabt mit deinen Rezepten für die nächste Runde? Ja, momentan überlegt man schon auch, ach, ja. Was machen wir denn, was machen wir denn? Mhm. Aber dann habe ich ja so tolle Produkte zur Verfügung gestellt gekriegt. Ja. Und da kommen die Inspirationen dann ganz vor alleine. Mhm. Warte, also, jetzt sehe ich, dass du den Mohn schon reingerührt hast. Genau. Und tolle Produkte ist quasi unser Stichwort. Wir haben nämlich eine sehr nette Familie, die uns den Mohn zur Verfügung gestellt hat. Die kommen natürlich auch aus Niederösterreich, so wie du. Und das ist die Familie Gressel, also Mohnhof Gressel, dass ich jetzt ja keinen Blödsinn rede, aus Ottenschlag. Seit 30 Jahren sind die auf den Mohnanbau spezialisiert und machen Mohn in allen Varianten. Und nur zur Info, den Waldviertler Mohnhof, also ihren Mohnhof, den haben sie auf 900 Metern Seehöhe. Jetzt weiß das genau. Ganz genau, wo der Mohn herkommt. Die Äpfel kannst du mir ruhig ein bisschen dicker schneiden. Also wirklich, hab mir gedacht, ja, weil dann bleibt es saftiger im Kuchen sehr dann. Gerne, das hier gern. Ich habe das auch jetzt nicht zu lang gerührt, damit dass wir das auch nicht zu Tode rühren. Du kochst ja alles irrsinnig gern. Ja. Nein, du wie meine Tochter? Nicht der Mohn. Nicht der Mohn. Ah, wegen die Zähne. Das ist der einzige Grund. Das ist jetzt die pure Eitelkeit, aber den Mohnkuchen werde ich dann machen. An sowas denke ich ja bei mir in der Küche natürlich. Ja, nein, in der Küche nicht, aber wenn wir da so für Publikum kochen, dann wollen wir war schlecht. Schon mal dann den Mohn zwischen den Zähnen hätten. Du, ich kann dir das in Ruhe auslegen, währenddessen ja. Du schon mit dem Rest anfängst. Super. Ich mach da, das ist ja schon. Schauen wir einfach, dass wir es schön auftauen. Das versuche ich, ja. Gut, so, wir haben ja da halt eine Puttenbrust. Ja. Und wenn man halt eine Puttenbrust sich von einem Bauern kauft, ist halt, finde ich, immer wichtig, dass man ja mal die ganze Puttenbrust da kauft. Mhm. Weil dem ist ja auch nur geholfen, oder im besten Fall natürlich die ganze Putte, aber das ist meistens zu viel. Aber wenn man sich nur zum Beispiel zugeputztes Puttenfleisch kaufen würde, dann bleibt einfach, bleibt einfach immer was über. Mhm. Und so kann man einfach das selber alles verwerten. Ich sage jetzt dann gleich, woher die Butte kommt, aber schauen dir jetzt nur ein bisschen auf die Finger, was du genau. Da tust. Was machst also du da? Ich teile einen, es gibt ja die Innenfilets, die sind schon heraus. Und dann gibt es ja dieses Hauptstück, da kann man halt besonders schön Schnitzel draus schneiden oder eben so gegrillte Filets. Und aus diesem Stück werden wir unser Ragout machen, weil das ist, sag jetzt einmal, ein bisschen von der Faser gröber als wie das Stückel. Und da muss man dann nur schauen, dass man die Sehnen dann halt natürlich ausschneidet und so. Und ein bisschen. Dass die wegkommen. Genau. Aus dem kann man natürlich auch wieder eine super Grundsoße machen. Nicht wegschmeißen. Nein, da kommt gar nichts weg bei uns. Die Butte haben wir vom Abhofverkauf Familie Rameda und die haben seit Mai 2017 Buten in Freilandhaltung. Täglicher Auslauf bei jedem Wetter vom Frühjahr bis in den Herbst hinein. Also die kümmern sich wirklich um ihre Tiere und da sagen wir herzlichen Dank und ganz, ganz schöne Grüße natürlich nach Martinsberg. Danke, danke, danke. Wir machen ja heute so eine weiße Grundsauce. Sagt ihr das was? Nein, sagt mir nichts. Klär mich also auf. Also bei uns in der Küche. Ja. Schauen wir mal, dass man eine Basis an Soßen vorbereitet und die dann immer ein bisschen abwandelt. Aha, das heißt, ich habe mein Grundmodell, so wie richtig. Bei den Mayonnaise. Ich sage immer wie beim, wie heißt denn das, Fondue zu Weihnachten, dass man eine Grundmayonnaise mehr genau, oder weniger hat genau. Und dann alle anderen Varianten genau. Dazu macht. Und in dem Fall ist das halt eben ganz normal mit Zwiebel, Butter und Mehl. Das stauen wir dann ein bisschen und gießen das mit Suppen oder Fond auf. Dann kommt da noch Schlager was dazu. So, schauen wir mal.
Schauen wir mal, dass wir eine schöne Farbe zusammenbringen. Schau, ja, wie schön das ausschaut. Fein. So, zeig es nochmal her. Ist doch schön, oder? Herrlich. Du hast das jeden Tag. Mit Birnen auch machen, gell? Natürlich. Gute Idee, gute Idee. Nehmen wir noch mit Äpfeln. Das machen wir dann im Herbst. Wenn es im Herbst wieder ist, machen wir dann mit Birnen. Wie viel Grad haben wir jetzt? Ich habe jetzt 150 Grad gestellt. Wie lange? Eine Stunde gleich mal. Eine Stunde? Ja, und ja. Das ist jetzt aber Umluft, oder? Das ist jetzt in Umluft. Kannst Ober- und Unterhitze auch nehmen. Ah, okay. Und wie gesagt, wenn ich nur mit Mehl mache, dann ist das auch die Basis für meinen Marillenkuchen, dann, der dann kommt. Also es wird immer abgewandelt. Okay. Kenne ich mich aus. So. Also wenn der Zwiebel dann so ein bisschen glasig geworden ist und ein bisschen sozusagen schon gegart hat, geben wir ein bisschen das Mehl dazu. Was wird das sein, Mehl? Und sag jetzt nicht nach Gefühl. Du kennst mich viel zu gut. Nein, also bei uns ist es halt wirklich so, wir praktizieren das, das was zu viel ist von dieser Sauce, das gefrieren wir dann ein. Ja. Also immer ein bisschen zu viel daheim, als wie zu wenig, weil man weiß ja nie, wer zu Besuch kommt, gell? So auf die Art, so auf die Art. Wir haben trotzdem der Lydia alle Rezepte entlocken können und die finden Sie auf extra.orf.at im TV-Teletext und zwar auf der Seite, was ist das? 356. Dann auf tv.orf.at/Silvia kocht und dann nur in der ORF-Nachlese. Genau, in der ORF-Nachlese ist auch noch alles drinnen. Also, keine Sorge, den trinke ich noch nicht. Also, ich wollte schon sagen, Prost. Ich lösche das jetzt ab mit einem Weißwein. Schau, dass sich das Mehl ein bisschen auflöst. Ja, siehst du, das bindet halt natürlich dann gleich ein bisschen. Und dann haben wir da noch unsere Suppe. Du meinst, du soll ich über das restliche Buttenfleisch eine Folie geben und es in den Kühlschrank stellen? Ja, bitte, gern. Weil das macht mich irgendwie nervös und ich weiß, dass wir das sicher noch irgendwie in einer Form gebrauchen werden. Was war das jetzt von der Butte? Habe ich das versäumt? Brust. Ist und das so ist groß. Jetzt noch das schönste Stickel. Und da hast du gesagt, macht man dann die Schnitzel raus, gell? Genau. Also alles, was so Puttenrouladen mal wer machen möchte oder so, ist das wirklich. Ja, der Plan. Also ich rühre dabei ganz fleißig, dass sie das auflöst. Ja. Das ist das. Also das ist zum Beispiel auch unsere Basis für Bärlauchsuppen dann. Ach so? Ja. Das pürieren wir dann, passieren es dann nochmal durch ein Sieb durch und ist die perfekte Basis, wenn ich einfach dann noch mehr Pesto reingebe und, oder Kräutersuppen dann. So schauen Sie sich alle Rezepte von der Lydia an, weil das ist eigentlich alles quasi die Basis und dann ergänzen Sie einfach mit dem, was noch im Kühlschrank ist. Ja, oder mit dem, was gerade Saison hat. Also von dem her treffen wir uns auf die Art und Weise immer. Guter Plan. Schau her, wo ist denn überhaupt noch ein Platz? Was tust denn du gegen zu volle Kühlschränke? Ein Kühlhaus bauen. Hast du eins? Nicht nur eins. Aber ich mag meinen Kühlschrank so gern. Wirklich, wie viele Kühlhäuser habt ihr? Eins, zwei, drei, vier. Vier Kühlhäuser? Also einmal Gemüse, einmal für Fleisch. Das ist aber jetzt nicht der Ernst, oder? Einmal fürs Bier. Natürlich. Da habt ihr ja mehr Kühlhäuser als wie Gäste im Lokal, oder? Nein. 90 Gäste, hast du gesagt, genau. Unten, gell? Genau. So, in unserer Pfanne, ob man mit Olivenöl das Buttenfleisch anbrät oder mit Butter, also da kann jeder ein bisschen variieren, sage ich jetzt einmal, weil da hat jeder andere Vorlieben, mit dem er gern kocht. Gut. So, das brate ich jetzt einmal als erstes an. Ja. Na? Noch nicht ganz. Ich tue da jetzt was aus den Haaren raus, weil du hast da, glaube ich, weiß ich nicht was. Semmelbrösel, glaube ich. Die haben wir halt gar nicht gehabt. Einfach mal braten lassen, dass es eine Farbe nimmt. Das brauchen wir auch gar nicht jetzt irgendwie. Ich merke schon. Da. Dann stellen wir aber Pfeffer und Salzen kannst du. Na schau, dann habe ich doch eine Aufgabe. Wo hat ja, freilich. Salz. Salz, Pfeffer. Na bitte. Geht schon dahin. Wie viele Leute arbeiten bei dir in der Küche? Also ich habe zwei Köche. Ein Koch mit weniger Stunden, eine Dame beim Salat und meine Schwiegermama natürlich. Ich schaue mal, eins teste mal, ja. Jetzt kannst du schon dran, Schicklar. Ja, jetzt darfst du schon dran. Jetzt kriegt es eine Farbe, aber das braucht man. Da siehst du, jetzt löst sich schon ein bisschen das Ganze. Ah. Fein. Super.
So, da sind noch Karotten, soll ich da die... Genau, das wird unser Gemüsebeilag dann nachher ein bisschen... Die sind schon gekocht, oder? Die habe ich vorbereitet gekocht und Erbsen dazu, weil Erbsen halt auch immer gut sind. Wir können es gleich mal in die Pfanne schmeißen mit ein bisschen Butter. Ja, genau. Und die stellen wir dann nachher geschwind zu. Da siehst du, wenn es dann schon sich so ein bisschen auflöst alles, gebe jetzt gleich einen Schluck dazu. Ich schmeiß da rein. So, da haben wir das. Aha, und jetzt kommen da die Schwammerl rein. Ja, weil ich finde halt, dass die Schwammerl mit dem Fleisch in der Pfanne, das wird dann immer so viel und dann braten sie die Schwammerl nicht gleichmäßig an und jetzt löse ich es immer so, dass ich das Fleisch rausgebe. Gute Lösung. Und schon, ja. Genau. Gibt da jetzt das dazu? Genau. Karotten sind kurz vorgekocht, Erbsen einfach auch. Ich tue alle rein. Bist du alle? Ja, dann tue alle rein. Schau, komm. Gemüse ist eh gut, ne? Und dann nehmen wir noch ein bisschen Olivenöl zu den Schwammerl dazu. Zu den Schwammerl, ja. Ja. Das kosten wir da mal. Ja, sehr gut schon. Aber sie muss noch mal gut aufkochen. Haben wir vielleicht noch mal einen Pürierstab wo? Sicher. Weil dann pürieren wir einmal kurz durch. Falls ein paar größere Zwiebelstücke oder was dabei sind, sehr so gut. Werden die klein. So. Wir können schon warm werden. Ja, sind ist schon. Ist schon warm, super. Ist schon alles. Brauchen noch mal Braten. Ist schon alles da. Sagst du, magst du das mal kosten? Halle. Die Grundsauce. Ganz einfach, simpel. Super. Und dann ganz können wir nämlich schon fertig machen. Mach. Gell? Das tun wir zusammen. Das tun wir zusammen. Fleisch. Schalten wir noch mal. Geben wir noch mal Gas? Geben wir noch mal richtig Gas. Mhm. Sehr gut. Wow. Haben wir die Erbsen schon gesalzen? Nein. Wir noch. Natürlich, ob man dann zu Hause Nudeln dazu macht, Kartoffeln, Reis, das bleibt dann jedem überlassen. Weil ich habe zum Beispiel eine Tochter, die mag nur Kartoffeln, mein Sohn mag wieder nur Reis. Und wenn ich Nudeln mache, dann tue ich jedem alles recht. Dann? Schau, siehst du den? Mhm. Und dann geben wir einfach da die paar Schöpfer dazu. Ja. Lassen es noch mal kurz aufkochen. Ja. Und dann ist das Ganze fertig. Ja, gell? Und das ist, wie gesagt, der Rest, wo man sagt, da hat man dann was für einen Kühlschrank, wenn man am nächsten Tag wirklich keine Zeit hat zum Kochen. Das ist eine Sensation. Was darf ich dir denn geben zum Anrichten? Magst du sowas haben? Ja, gern. Bitte. Ma. Für die Erbsen, ja. Wie kommt das du gleich? Soll ich da was dazu geben? Oder? Am Rand so dazu, dass wir ein bisschen eine Farbe am Teller haben. Mhm. Okay. Ein bisschen rundum. 4-5 Karotten. Karotten, bitte. Alles da. Okay. 3. 4, 5. So. Tschö. Aber hallo. Magst du noch mal zusammenfassen, was du da gezaubert hast? Da haben wir ein Putenragout mit einer weißen Grundsauce haben wir die gemacht, mit Champignons und Erbsen und Karotten und viel Liebe. Mahlzeit. Mahlzeit. Mahlzeit, Mahlzeit. Schau mal da. Ich habe jetzt das Gefühl, dass das jetzt ganz stark nach Kindheit schmecken wird. Hm? Wie viel bei uns in der Küche. Hm. Und wieder genug Sauce am Teller, gell? Ja. Also die Grundsauce ist echt. Mhm. Genau so muss das sein.
Wieder super. Tolle Woche mit dir. Lydia, du bist nicht umsonst. Was hast du das beste Gericht Österreichs, oder? Hast du gezaubert? Ja, haben wir gemacht. Also in welcher Sendung war das? Neun Plätze, neun Schätze. Neun Plätze, neun Schätze. Beste. Was war das? Haben wir das Mostviertler Mostbradl. Mostviertler Mostbradl, genau. Aber alles, was diese Frau macht, ist wirklich... Es ist wirklich gut. Man könnte dann Reis dazu machen, aber braucht es gar nicht. Also das war wirklich schon mal ein Traum. Jetzt haben wir ja Kuchen auch noch über, oder? Genau. Und da ist unser Zauberkuchen drinnen. Richtig. Und Simsalabim. Haben wir da rüben noch mal. Ist der schon fertig? Du kannst ihn zumindest rausholen, oder? Na, er ist warm. Er ist warm. Er ist warm? Er ist warm. Achtung, Achtung. Okay. Achtung, Achtung. Die Lydia hat das nämlich schon mal vorgezaubert für uns. Und weil der Kuchen ja eine Stunde quasi im Rohr sein muss, hat sie da schon ein bisschen vorgezaubert, damit man... Pass auf, pass auf, pass auf. Warte einmal. Schau her. Ei. Weißt du was? Den heben wir da jetzt raus. Kann man da nicht einfach aufmachen? Ich darf immer zuerst lösen, ja, und dann aufmachen. Machen wir einen Klick. Weil, wann... Mhm. Wenn der Kuchen wo festkleben sollte, dann reißt man auf. Und die Springformen sind zwar Springen, aber es heißt nicht zwangsläufig, dass dann alles so glatt geht. Und nichts Ärgerlicheres, als wenn der schöne Kuchen dann... So, bloß kein Sprung bei einer Springform. Und jetzt in aller Pracht noch einmal für Sie. Sag, was du gemacht hast. Einen Apfelmondkuchen mit quetschten Graumohn. Schneiden wir an? Ja. Raus die drüber. Nein, du machst das schon. Ich stelle das jetzt sogar weg, damit sie zu Hause besonders gut drauf schauen können, was jetzt passieren wird. Schauen wir mal, dass ich gut drauf mal. Mohn, wo ist Mohnapfeltorte? Jawohl. So. Und wer... Boah, schau dir das an. Ich habe jetzt ein Damenstücke gemacht, gell? Ja, das sind wirklich Damenstücke. Ganz gut für uns. Kann man das da nur so hin, damit allen das Wasser im Mund zusammenläuft? Schauen Sie mal. Und ich zeig dir was. Genau, da noch Staubzucker. Und dann habe ich da so einen braven Engel gehabt, der uns Schlagobers noch gemacht hat dazu. Na, herrlich. Der Engel heißt Fuchsi. Danke, Fuchsi. So, ja, ich gebe dir das. Schlagobers für dich. Falls Sie sehen wollen, wie unser Team hinter den Kameras ausschaut, dann folgen Sie uns auf den Social Media Kanälen. @silviakochtorf2 wäre es für Facebook und @silviakocht für Instagram. Du folgst uns schon, gell? Ja, klar. Darf ich auch da sowas haben? Sehr gerne. Boah. Ein bisschen mehr. Ja, mehr. Ein bisschen mehr. Ja, ja. Zu Ihnen nach Hause, bevor wir überall Mond zwischen den Zähnen haben, sagen wir herzlichen Dank. Morgen geht es dann in die Region raus, in Niederösterreich. Wir sind unterwegs, wir wandern, wir schauen in tolle Restaurants, wir besuchen regionale Produzenten und natürlich unsere Lydia Madatana. Lydia, das letzte Wort hast du. Danke, dass du da warst, dass du Niederösterreich so schön vertreten hast. Ja, Silvia, mich freut es irrsinnig, dass ich da kochen habe dürfen und ich hoffe, dass Sie die lieben Zuschauer einfach ein bisschen Inspirationen mitnehmen können. Genau. Und natürlich danke an alle regionalen Produzenten. Ihr seid echt die Besten. Danke. So, und jetzt. Warte mal. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Kennst du das? Vom Gaumen die Freude ins ganze Gesicht steigt. Ja. Das durchdringt den ganzen Körper dann. Meistens gut. Oje, oje, die sind noch warm. This is the best.